Ralf Schmitz, Sie sind Leiter der Sektion Energieforschung im Bundesamt für Energie. Was ist der Zweck der Energieforschung im BFE? Die Energieforschung des BFE ist sogenannte Ressortforschung. Das ist Forschung, die das Amt benötigt, um seine Aufgaben zu erfüllen. Und damit ist auch unser Zweck gegeben. Also wir richten uns sehr stark an den Amtszielen aus. Und im Klartext heißt das, dass wir uns die Projektförderung betreiben im Bereich der Energieeffizienz, der erneuerbaren Energien und der sozioökonomischen Forschung. Daneben aber auch haben wir die Aufgabe, die Koordination der schweizerischen Energieforschung vorzunehmen und sicherzustellen, dass auch Schweizer Forschende an den internationalen Programmen wie beispielsweise IEA teilnehmen können. Und wie hoch sind Ihre finanziellen Mittel dafür? Aktuell haben wir rund 18,5 Millionen Franken für die Energieforschung zur Verfügung. Das ist in Relation zu setzen zu den 300 Millionen Franken, die die öffentliche Hand jedes Jahr für die Energieforschung ausgibt. Von diesen 18,5 Millionen Franken geben wir rund 1 Million Franken aus für die Beteiligung an den Forschungsprogrammen der IEA, also hauptsächlich Mitgliederbeiträge. Und rund 1,5 Millionen Franken brauchen wir für die Koordination. Das heißt also Organisation von Workshops, Tagungen, Konferenzen und auch für externe Programmleitungen. Es bleiben also am Ende des Tages rund 16 Millionen Franken für die direkte Projektförderung übrig. Konkret, in welchen thematischen Bereichen engagiert sich das BFE? Außer in der Kernenergie engagieren wir uns in allen für die Schweiz relevanten Forschungsbereichen im Bereich Energie. Das umfasst beispielsweise Gebäude, das umfasst elektrische Netze, Verbrennungstechnologien, aber auch Bioenergie, Wasserkraft, Geoenergie beispielsweise oder Wasserstoff. Das ist bei uns in 19 Forschungsprogrammen umgesetzt, die sich mit allen Akteuren national und international vernetzen müssen. Und mit wem, mit welchen Institutionen arbeitet die Energieforschung des BFE zusammen? Da muss man national und international ein bisschen trennen. Also national sind wir mit praktisch allen Akteuren in engem Kontakt, seien das die Hochschulen, seien das andere Bundesämter, Kantone, aber auch Verbände und vor allem auch die Privatindustrie. Im internationalen Bereich sind das vor allem die IEA, aber auch die EU, also spezielle Forschungsprogramme der EU und vor allem auch die einzelnen Ministerien in umliegenden Ländern beispielsweise. Vor allem Dachkooperationen gibt es da viel, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, wo wir unsere Aktivitäten harmonisieren und gemeinsame Projekte ausschreiben.